die zivilisierte Menschheit eher Türen benutzen würden, macht Lara es ein bisschen anders und zwar genau so. Und wirklich immer, wenn sie irgendwelche Freunde besucht, macht sie genau das. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die Freunde im ersten Moment ziemlich überrascht sind, ja? Und dann ziemlich angepisst. Stellt mal vor, ihr geht zum Freund und um reinzukommen, werft ihr ihm einen Container aufs Dach. Das erwartet er einfach nicht. Wird dann schon ein bisschen wütend, glaube ich. Und dann, um rauszukommen, ja, da beginnt der Spaß dann eigentlich. Ein Loch würde eigentlich reichen, aber Lara denkt sich, je mehr Platz, umso komfortabler. Tschüss, Ratte. Ach ja. Dachtet ihr etwa, ich würde einen Tomb Raider Level durchschreiten, ohne süße Ratten zu töten? Nein. So, nun sind wir im Zug. Tüt, tüt, tüt und folgen den Gleisen. Yes. So wie auch meine Worte des öfteren Mal entgleisen. Oh, genauso wird Lara nämlich nicht entgleisen, weil sie eben diesen Gleisen folgt. Ha, damit habt ihr nicht gerechnet. Lolz. Lolz. Na, wisst ihr noch, was ich sagte über Laras Besuch bei Freunden? Das zählt übrigens auch über Laras Besuch bei anderen Freunden. Bams, bams. Bums. So. Huh. Und drin bin ich. Weißt du, sie will doch nicht mal die Luke vielleicht dann doch öffnen, sondern... Und los geht der Zug. Beziehungsweise er geht noch nicht ganz los. Irgendwas fehlt hier noch. Ah ja. So, und dann werden wir jetzt mal ein bisschen Zug fahren und ich werde euch indessen zeigen, wie Lara dann Freunde besucht, die gar kein Dach haben. Kann ja immer passieren. Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist Endstation. Geben Sie schon her, Larsen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und was hat es mit Ihnen zu tun? Der Sion gehört Nadla. Kapiert? Sie haben hier nichts zu melden. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Aus dem Weg, oder ich töte Sie. Wollen Sie mich etwa erschießen? Kommen Sie, Lara. Ich mache nur meinen Job. Ich weiß, wie sehr Sie ihn wollen, aber ich kann Sie nicht vorbeilassen. Und wir wissen beide, dass sie mich nicht dafür töten würden. Das ist einfach nicht ihr Stil. Ich fürchte, da irren sie sich. Zensur! Kein Blut an den Händen! Schnell weg mit diesem nicht existenten Blut! Und ich finde, hier hat Lara eigentlich so ein bisschen ihre richtig böse Natur gezeigt. Denn ganz ehrlich, Larsen hat sie absichtlich am Leben gelassen. In, wisst ihr noch? Und er hat auch hier keine Bedrohung für sie dargestellt. Er hatte seine Waffe ja überhaupt nicht gezogen. Er hat überhaupt nicht die Absicht erkennen lassen, sie zu töten. Er hatte das nie vor. Er stand einfach nur dort. Und hat gesagt, nee, sorry, weiter geht's nicht. Es lag also keine Bedrohung vor. Larsen hat auch des Weiteren... Ach du Scheiße. Nein! Okay, danke. Danke, dass du stoppst. Deshalb war es ja so schlimm, dass die Sicherung da raus war. Er hat sie halt nur gestoppt und er hat gesagt, weiter geht's nicht. Sie hätte einfach weggehen müssen.
Dieser Mann hat ihr... Er hat sie am Leben gelassen. Kann man sagen, er hat ihr das Leben gerettet? Das nicht wirklich. Sie wäre nur gestorben, wenn er geschossen hätte. Aber er hat sie am Leben gelassen, sie nicht bedroht, sie knallt ihn einfach über den Haufen. Das hätte man anders regeln können. Ja, da hätte man hingehen können, dem hätte man auf die Schnauze hauen können. Den hätte man nicht abballern müssen. Ganz ehrlich, er hatte die Waffe ja noch nicht mal gezogen. Also Lara, böses Mädchen. Und hier finde ich es auch echt richtig schade, dass das Spiel kein Blut hat. Zumindest in dieser einen Cutscene hätte man wirklich etwas davon zeigen können. Weil hier hätte es auch Sinn ergeben. Das hätte auch für die Altersbeschränkung überhaupt keine Konsequenz in Deutschland gehabt, denn die USK geht ja nicht einfach nur nach Grad der Gewaltdarstellung, sondern nach Art der Gewaltdarstellung. Tut mir leid, wenn ich jetzt einen kleinen Exkurs in diese Richtung mache, aber ich finde, das ist eine interessante Zusatzinfo jetzt zu dieser Szene. Sie wäre nämlich besser gewesen ohne die Zensur, die Vorabzensur. Weltweit gab es an dieser Stelle ja kein Blut. Das hat nichts mit Deutschland zu tun. Generell lässt sich aber sagen, die USK geht ja nicht nur nach dem Ausmaß, verdammt. Nicht nur nach der Menge an Gewaltdarstellung, sondern auch nach der Art. Hier wäre durch das Blut, das hätte keine Folgen gehabt. Es ist ja eine Szene, in der die Protagonistin eindeutig bedauert, die andere Person, das Opfer, getötet zu haben. Insofern war es hier vollkommen unnötig, auf Blut zu verzichten, zumindest in der deutschen Version. In Amerika sieht das sicherlich nicht sehr anders aus. Wäre Laras Nippel sichtbar, dann wäre das Spiel möglicherweise ab 18 weil gemeingefährdend. Aber Massenmord, kein Problem. Und so sehr sich das nach Satire jetzt anhört, ich meine es echt todernst in Bezug auf Amerika. Ihr müsst euch mal antun, was dort alles ab 12 ist. Aber wenn Nippel sichtbar ist, sofort 18. Oder wenn es sexuelle Anspielungen gibt. Oder Drogenmissbrauch, das kann man verstehen. Das war, glaube ich, auch bei Gothic 1 damals ein ziemlicher Knackpunkt, weshalb Gothic 1 in Amerika eine ziemlich schlechte, eine hohe Einstufung bekommen hat im Vergleich zu Deutschland. Oder die 12er gerade noch geschafft hat, die 13er. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß ich noch auswendig und ganz klar, dass es damals hieß, schaut mal, da steht jemand, dass es damals hieß, hier Drogen, Sumpfkraut, das geht ja gar nicht. Weil das für die halt ein viel gefährlicheres Thema ist. Viel aktueller und ja, das kann man verstehen. Aber was die gegen Nacktheit haben, kann ich echt nicht kapieren. Das war meine Meinung dazu. Ich fand's gerade passend. Weiter geht's mit dem Spiel. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich will, dass du schreist. Wenn sie nicht zu enden wollen, wie Larsen. Gehen Sie aus dem Weg. Das Gefühl ist gut, was? Es wird noch besser. Man kann es nicht erklären. Die Leute müssen es fühlen. Der Blick gerade. Mädchen, du musst echt verrückt sein. Und er war gerade pinkeln. Oh, Scheiße. Ich hab... Gut, aber nicht gut genug für mich. Ich hab mich nur verdrückt. Noch bevor irgendeine Taste gefragt war. Jetzt bist du nicht mehr so tough, was? So ein Penner an der Stelle. Hier haben wir wieder dasselbe Konzept. Es ist genau der Typ, den meinte ich, der hat sie ja eben mehr oder weniger verschont in deinen Cutscene, die wir vor dem Level hatten. Und jetzt rettet er ihr im Prinzip das Leben. Auch wenn ich glaube, hätte er danach weitergelebt, hätte er sie sicherlich auch noch abgeknallt, weil es halt sein Job ist.
Aber, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Er hätte sie ja auch vorher töten wollen. Nur der Typ ging halt von Anfang an über die Leichen und, das kam hier in der, das haben sie wirklich gut portiert, beziehungsweise auch noch erweitert. Diese indirekte Charakterisierung dieser drei Schurken, die wir haben, sind ja wirklich nur drei menschliche Wesen. Nadla kann man nicht wirklich als Mensch bezeichnen, das meine ich jetzt auch so, wie ich sage. Die im Prinzip kaum Dialog haben und kaum was tun, kaum zu sehen sind. Ah, Pierre habe ich ganz vergessen. Der ist nochmal eine ganz andere Stufe. Der wird ja auch nicht von Lara getötet. Na gut, er auch nicht. Das bringt auch eine gewisse Dynamik rein, ne? Wir haben vier Schurken, aber Lara tötet nicht jeden von ihnen. Im Prinzip nur den einzigen, der so ein bisschen auf ihrer Seite steht. Und die anderen murksen sich gegenseitig ab. So. Es gab hier etwas... Okay, das Rätsel hier ist leicht erklärt eigentlich. Ihr seht hier diese... Säulen, die ein bisschen besonders aussehen, die halt so einen Schriftzug haben. Die müssen runtergefahren werden. Die fahren sich automatisch runter, sobald wir sie betreten. Die müssen halt alle runtergefahren werden. In einem Anlauf, glaube ich. Das ist da, dürfte das jetzt gar nicht so möglich sein. Ich kann ja da nicht... Oh! Ist ein ziemlich kompliziertes Rätsel im ersten Moment, aber... Ich glaube, nach kurzer Zeit, wenn man es dann kennt, versteht man es. Irgendwas passiert jetzt, dass die Teile wieder zurückfahren. Das macht das Rätsel dann ein bisschen schwierig erst. Oder zieht es in die Länge eigentlich? Ah, nee. Anscheinend nicht. Okay. So. Wir holen uns die da. Und gehen dann weiter geradeaus. Den müssen wir, glaube ich, drücken, wenn alle Säulen aktiviert sind. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Bitte tötet mich nicht, wenn es dann noch nicht so ist. Oh Mann, Lara! Das war jetzt echt... Sie stand ja im Prinzip schon drauf. Wir haben jetzt übrigens auch auf diese Weise unsere Waffe im Prinzip wieder erhalten. Nicht wirklich unsere Waffe, aber die jeweiligen Pendants, die diese Personen besaßen. Was wir nicht haben, sind die Magnums. Aber die hatten sowieso nie wirklich so für mich... Die schienen mir nie wirklich besonders. Weil sie halt im Vergleich zu den Pistolen sich überhaupt nicht anders verhalten haben. Das Waffenrepertoire aus Tomb Raider 1 und in der Folge dessen auch aus Tomb Raider Anniversary ist leider nicht sehr umfangreich. Muss es eigentlich auch nicht sein. Man muss bedenken, wir kämpfen nur gegen Tiere. Und halt gegen... keinen Menschen im Prinzip. Wir haben ohne Quicktime-Event, das heißt aktiv, keinen Menschen getötet. Den Sprung da, der ist, glaube ich, nicht machbar. Das hier können wir jetzt machen. Dann das da. Dolphin. Und jetzt sollte sie eigentlich... Okay, und von hier aus hier runter... Und auf den da. Fein. Ich habe das Artefakt da oben gesehen, aber ihr wisst, wie egal mir mittlerweile diese Artefakte sind. Das ist... Ich habe auch nie gesagt, dass ich sie alle einsammeln werde, ja. Das sind ja keine Walkthroughs. Wenn ihr Walkthroughs wollt, dann... könnt ihr sie natürlich mitbenutzen, klar, aber... Artefakte 100% Runs und so eher nicht. Was einfach daran liegt, dass mir beim Let's Playen das Kommentieren wichtiger ist. Deshalb bin ich scheiße im Spielen und deshalb könnt ihr vergessen, dass ich jemals irgendwas erfolgreich in dieser Hinsicht hinkriege. Nicht in einem Let's Play, nein. Gut, wir müssen... Wie gelangen wir jetzt dorthin? Also, das da ist ja nicht wirklich möglich. Wir müssen, denke ich mal... Gut, das war so nicht geplant, Lara. Vielleicht einfach nur hier um die Ecke mich selbst bringen und somit auch um die Ecke geraten und um die Ecke sein. Um die Ecke, aber auf der anderen Seite der Ecke und... So. Da hoch. Dolt hoch.
Lubeldold. Ich weiß echt nicht, was es mit dem Lubeldold überhaupt auf sich hat. Es nervt mich persönlich auch.